Hallo, guten Hallo. Tag, wie kann man Ihnen helfen? Und zwar habe ich mal eine Frage. Ich habe mich vorgestern hier im PD beworben, habe leider vergessen, meinen Lebenslauf beizufügen. Kann Ah. ich den noch nachreichen? Wie heißen Sie? Isabel Collins. Mit C? Genau, mit CLL. Passen Sie auf, ich würde Ihre Bewerbung einmal löschen und Sie tragen die dann nochmal neu ein mit Ihrem Lebenslauf. Perfekt, das wäre super. Ja, dann machen Sie Alles klar. das und dann kommen Sie morgen um 20:30 Uhr ins LSPD. Schaffen Sie das? Ja, klar. Gut, dann werden wir morgen auch ein Gespräch zusammenführen. Ja? Super, perfekt. Ich danke Ihnen. Gerne. Schönen Tag noch. Tschüss. Okay, bereit? Ja. Und Action. LSPD, bitte fahren Sie rechts ran, schalten den Motor aus und legen die Schlüssel aufs Armaturenbrett. Steigen Sie bitte aus und stellen Sie sich an die Beifahrerseite. Bitte einmal Sie ins fahren gerade Fahrzeug. richtig gut. Ja. Okay. War gerade sehr klar. Tragen Sie mich bitte mit Muskera ein und einem Rekruten. Alles klar, gebe ich Ihnen Frau Collins mit. Ja. Hatten Sie jetzt Vorerfahrung, Ma'am? Ich Beim hatte Funken nur. auf jeden Fall. Ich hatte ein 6-monatiges Praktikum. Also ich würde es mehr Einblick nennen als Erfahrung. Ah, okay. Was haben Sie Aber sie dort funkt gemacht? sehr gut. Sie funkt wirklich gut. Ich habe sehr viel Kaffee geholt, Sir, und Akten ins System übertragen. Das klingt spannend. Okay, ich habe eine Frage für Sie. Passen Sie auf. Die müssen wir noch nachholen. Hören Sie genau zu. Gucken, ob Sie drauf Okay. kommen. Okay. Also, stellen Sie sich eine Beerdigung vor. Okay. Dort ist eine Frau, die um ihre tote Mutter trauert. Okay. Gegenüber steht ein Mann. Den Mann hat die noch nie gesehen, die Dame. Die Ja? Dame bringt ihre Schwester um. Ich kenne die Frage leider, Sir. Das wäre jetzt unfair, wenn ich antworten würde. Steigen Sie aus und auf nach Hause. Nein, nein. Steigen Sie ein. Oder brauchen Sie Nummer vom Taxiunternehmen? Die habe ich schon, alles gut. So, Kukum und Collins mitkommen. Wenn wir jetzt Selten aber gleich erlebt, aber soll umziehen, ja ne? vorkommen. Schön weggucken. Ja. Keine Sie neidischen müssen nicht Blicke, weggucken, Sir. Frau Collins. Sie können gucken. Oh. Nicht gucken, ne? Nee, nee. Heilige. Sie haben ehrlich jetzt geguckt, ne? Sie geben mir jetzt Ihre Marke und ich gebe Ihnen die Marke des Officer 1. Und die stecken Sie sich dann natürlich da dran. Und dann möchte ich, dass Sie weiterhin so gute Arbeit machen. Ja? Das freut mich so. Gucken Sie mal, da draußen die Frau Collins. Drehen Sie sich mal um. Die Dame, die hängt nicht an den Nagel, dass sie gute Arbeit macht. Verstehen Sie? Wir sehen das einfach. Frau Und Collins, das? Ja, Sir. wir haben hier eine Dame, Ja. die möchte, ich wiederhole, ich zitiere das nur, gerne beim LSPD als Warnlicht arbeiten. Was ich Haben Ihnen nur Sie sagen wollte, heute. ist, Frau Collins, können Sie mich einfach erschießen? Gerne, Sir. Vielleicht erstmal nur mit dem Taser. Aber bitte nicht hier. Haben Sie schon mal überlegt, wo Sie so beim LSPD hinwollen? Tatsächlich, also ich hatte mir gewünscht, dass es eine Administration gibt, aber die wird es ja nicht geben, so wie ich das bekommen habe. Naja, meinen Sie, Sie können das, könnten das gut? Definitiv, Sir. Also Akten pflegen und so? Aber sowas von, Sir. Das ist die Kette des Anschreins, ja? Oha. Na, Das immerhin darf heißt, ich auch jemanden anschreien. wenn Sie also Mist machen und Sie sind jetzt zum Beispiel Abteilungsleiterin und haben noch zwei Kollegen unter Ihnen, die für Sie arbeiten, wen schreie ich dann an? Mich. Richtig, die Administration, und ich sage Ihnen jetzt warum, die Frau Collins macht Ja. richtig gute Arbeit. Und hat Ja. sich angeboten, weil sie meinte, sie würde das super gerne machen von sich aus. Und ich Ja. würde Frau Collins diese Möglichkeit auch geben, sich da zu beweisen. Dann ist Frau Collins hier. Ja, Sir. Gut. Wir gründen die Administration. Dort wird Frau Collins das Kommando übernehmen und die Abteilungsleitung. Anzug, Hose, eine sogenannte und das Hemd mit der Krawatte, bitteschön. Perfekt, ich gehe mich mal Ja, umziehen. jawohl. Ah. Also, Seltsam. unterhalb fühle ich mich wie eine Sekretärin. Sekretärinnen können also nicht arbeiten und sich nicht hinsetzen, weil die Hose so eng. Ja, gut. Übrigens, ich habe heute mich um die Uniform gekümmert. Für Müssten die eigentlich heute Damen? kommen. Na, ich hoffe, es liegt nicht an meiner Figur, Haben Sie Sir. denn abgenommen? Er weiß.
Ich höre mir jetzt den ganzen Tag schon von Kollegen an. Alles gut. Sie werden auf den Rang des Captains befördert. Für ihre Abteilung. Okay. Sind Sie damit einverstanden? Bin ich, Sir. Die Verantwortung würde ich tragen wollen. Okay. Dann ist das Ihre Abteilung. Aber ich kann Ihnen nochmal sagen, wenn das dann jetzt mit den Akten nicht funktioniert, kriegen Sie den Einlauf. Das ist Ihnen bewusst, oder? Als Captain? Das ist mir bewusst, Sir. Wir sind auch schon dabei. Mark, bitteschön. Herzlichen Glückwunsch zum Captain-Rang. Danke. Ich hoffe, ich werde mich beweisen. Ich hoffe auch für Sie. Sonst war's das auch hier, Ma'am. Sonst ratzfatz. Nee, ich denke, ich schaffe das schon. Ich denke auch. Sie machen Ihren Job ja sehr gut. Okay. Das kriegen wir schon hin. Dann wäre es erstmal zum Technischen erstmal soweit gewesen. Was? Zum Technischen. Ich wusste, dass Sie das sagen. Sie sind so ein richtiger Technik-Freak, ne? Technik. Tatsächlich. Mensch. Geben Sie mir eine Möhre. Nein. Das ist das Kaninchenruhetief. Entschuldigung. Also passen Sie auf. Ein Fall für Sie, ja? Es gibt eine Dame, die sich in Herrn Carson verliebt hat. Die hat bei ihrem großen Auftritt vor viele, möchte ich sagen, Hunderten ja. von Leuten hat die zweimal in den Song den Carson eingebaut sogar. Die hat Carson gesungen. Jeremiah Carson. Ach Quatsch, wirklich? Doch, ja. 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 In welches Lied denn? Keine Ahnung, wie die hießen. Geht so ein Love-Song natürlich. Genau. Und Herr Carson kriegt es einfach nicht gebacken, ihren Korb zu geben oder ihr Zugeständnisse zu machen. Ich bin ja eher so, ich würde mit der zu so einem Boxkampf lieber gehen oder so. Naja, sehr romantisch. Frau Collins, Sie sind eine Frau. Was würden Sie denn vorschlagen? Ich bin halt überhaupt nicht romantisch veranlagt. Sehen Sie sich auch nicht so? Ich will hier einen Hafen mit zwei Bier und gut ist. So. Den Filmabend, genau. Den wir vor eben gesprochen hatten. Die Frage, wie Frau Casey veranlagt ist. Sie würden mit zwei Bier in den Hafen? Doch chillig, oder? Alter, fressen Sie in Ihrer Freizeit Kinder oder was Gott, ist los mit Ihnen? Das gefällt mir. Das ist eine gute. Er weiß. Was haben Sie gemacht, Frau Frau? Sie erzählen jetzt, dass Sie im Auto gebumst haben? Das will ich gar nicht wissen. Ja, Sie sitzen auf dem Sitz gerade in dem Fahrzeug. Frau Collins, da Sie ja auch in der Männerrunde jetzt sind mit Ihrem Bier, was sagen Sie dazu? Mann, wo ist das Niveau? Auch schon mal im Auto. Nee, müssen Sie nicht sagen. Nee, das ist aber meine Privatsache. Jetzt, Frau Collins, jetzt stellen Sie nicht so an. Also, was würden Sie Herr Carsten raten? Also, ganz ehrlich, Herr Carsten, wollen Sie die jetzt oder nicht? Das ist meine Frau Collins. Das ist meine Frau Collins, okay. Die Frage ist auch, wollen Sie ran oder wollen Sie... Bitte, was? Das Ding ist... Halten? Ja, Frau Collins hat mehr Eier als wir alle hier zusammen hier. Ja, sehen Sie das? Sind doch mal Tacheles. Ja. Nee. Ich schon. Carsten, oder? Ja, und wer hat jetzt die Einsatzleitung im Fall Carsten? Das dürfen Sie haben, Frau Carsten? Collins. Okay, sehr gerne. Warten Sie, vielleicht ist sie das ja jetzt. Ja. Ja, die soll auch immer offen bleiben. Ist die zu? Also die soll auch immer offen bleiben. Ja, die Frau Case soll immer offen bleiben. Genau. Die Tür zum Herzen. Auch die Kollegen vom LSP so. Lassen die immer offen. Was? Ja, sehen Sie? Herr Carsten. Einmal in der Woche ist aber immer. Ja, also laut dem Telefonat darf jeder einmal über Frau Casey rüber, ne? Weil die Tür soll ja offen bleiben. Die Tür zum Herzen, Herr Weiß. Ja, natürlich. So. Frau Collins, doch romantisch. Mensch. Ja, Sie verstehen aber auch nichts, Herr Weiß. Ja, wie hieß die? Pipi? Pipi, schön. Ach, die kleine... genau, die bei älteren Männern immer ins Auto eingestiegen ist, richtig? Ist das nicht was zu Sie? Ja, wissen Sie, da knackt's wahrscheinlich noch. Ach, du... Herr Weiß. Oh, Collins, seit wann sind Sie denn so fit? Was wollen Sie denn damit sagen? Glück. Herr Weiß, ne? Ja. Na, komm, ich lass es. Alles besser so vielleicht. Ich will nicht degradiert werden. Eben. Anrufen. Ja. Herr Weiß. Ja, Frau Collins. Ich hab mich weggedrückt, das hat mich... Genau. Sie stehen noch nicht auf der Ist-Wichtig-Liste. Was? Oha. Nein. Das war ein Scherz. Sie stehen natürlich ganz oben, Frau Collins. Das wissen Sie ja, doch, ne? Ganz kommen Sie hier rüber. Frau Collins. Lesen Sie meine SMS, Sir? Ja, ich komme heute Abend zum Fitnessprogramm. Frau Collins, ich habe eine Frage. Ja. Ich sehe sehr häufig Männer, die immer auf ihrem T-Shirt eine 69 stehen haben. Was bedeutet das? Entschuldigen Sie, Sir? Herr mit der 69? Der Herr mit der 69? Ja. Darf ich Sie was fragen, was Persönliches? Natürlich. Was hat die 69 auf Ihrem Shirt zu bedeuten?
Da müssen Sie den Hersteller des Shirts fragen. Er das wusste, dass sie heute hinter Ihnen stehen werden. Und das ist eine schlechte Antwort. Ja. Noch so ein frecher Spruch und Sie dürfen dann draußen wieder sein, ja? Alles klar. Perfekt. Oh, Collins, ich sag Ihnen, Sie haben es noch eine weite Karriere hier vor sich. Ja, eigentlich ist es so, dass ich hoffe, dass du gegen den Felsenknall tot bist und ich Frau Collins zum Assistant Chief machen kann. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber machen Sie das nicht, die Zeit ist allen, wo der Hammer hängt. Ja, ich glaube auch. Ich bin bald in Österreich, Jeremiah. Österreich, mhm. Ja. Die haben da schöne Berge und so. Ja. Die Frau Morell, die hat auch schön zwei schöne Berge. Danke, werde ich hier ausrichten. Mhm. Ich kann das so nur bestätigen. Aber Frau Collins auch. Ja, Frau Collins auch. Ja. Was? Nichts Wichtiges. Nee. Frau Collins erzählt ja viel in der Stadt, ne? Dass sie einen sehr gut aussehenden Chief hat. Und sie sagt immer, die erzählt in der Stadt immer rum, immer, dass ich immer sehr nett bin, verstehen Sie? Zu jedem. Also bei uns kann was anderes sein. Ja, allerdings. Also. Dass ich exzellente, okay Arbeit leiste, verstehen Sie? Ach so. Ja. Aber so ist das nun mal, ne? Ich frag dir mal eben. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich jetzt schnell hin muss. So. So, Isabel. Weg. Ja. Ach du Scheiße. Wollen wir uns vielleicht mal hinter das Auto sowas stellen? Das nicht, ist doch nur ein verdammtes Wrack. Was brennt denn da noch? Keine Ahnung, ob da irgendwas raustropft oder so. Ich weiß es doch nicht, Frau Collins. Lodert halt die ganze Zeit wieder auf. Was soll ich denn machen? Haben Sie eine große Blase? Solange kann ich nicht halten. Ey, hören Sie zu, Herr Feuerwehrmann. Aber nicht, dass ich... Was? Hilfe! Was ist denn? Weg! Frau Collins! Alles ist gut, Frau Collins! Sie brauchen keine Angst vor Feuer haben! Frau Collins, alles okay? Gott sei Dank haben wir die Ärzte hier. Mach mal Platz, bitte. Okay. Oh, von Leitsch, komm. Geht's Ihnen besser, Frau Collins? Das Feuer, Frage, ne? Kennzeichen, komm. Oh, ich bin so erschreckt. Gott, hab ich gesehen. Yankee, Lima, Yankee, ja, Whiskey, Oscar, komm. Chief? Oh, Collins, wie lange sind Sie heute im Dienst? Sehr lange, Sir. Okay, was machen Sie um 20 Uhr? Das werden Sie mir jetzt sagen, Sir. Wir haben eine Überraschung für Sie. Wirklich? Finden Sie sich um 20 Uhr in der Lobby vom LSPD in Uniform ein. In Uniform, okay. Ja, bis nachher. Status? Nee, Leitstelle, komm. Kommen Sie bitte zur Leitstelle. Ah, wow, aus Wort. Ja, das klingt nach einer Aktion, Collins, die passieren könnte. Ja, gehen Sie auch. Hängen Sie in der Spalte fest, oder was? Er weiß. Bitte? Also, das ist heute eine polizeiliche Weiterbildung mit Herrn Knussmann. Knussmann. Endlich sehen wir den Collins nackt. Was? Ist es offen, oder was? Ja. Oh, das war aber flink. Na, sehen Sie, was für ein guter Fahrer. Ich bin sofort gemerkt. Ich kann ein Ticket ausstellen, bevor es losgeht. War sogar richtiges Wetter so, ne? Schön. Oha. Popmeier, ich sehe dich auf dem Pinken. Das Schwarze gehört mir. Ja. Okay. Ich verteile gerne die Farben, ja? Weil, Okay. Als Chief mache ich das ja gerne. Genau, wir fangen an mit Frau Collins. Frau Collins nimmt ein schwarzes. Ja? Oh ja. Los geht's. Okay, wie Sie meinen. Klar. Teambuilding und so. Mir doch egal. Yes. Leiche den Punkt schon wieder auf. Gegen den Armit liegt einiges vor. Drogen, stopp. Bedrohung, Widerstand. Oh Gott. Beleidigung, Fahren ohne Führerschein. Stopp. Keine aktuellen Haftstrafen aufgenommen. Ah. Was ist passiert? Ach du Heilige, der ist geflogen. Kurve nicht gekriegt. Zu viel Pace. Wer? Popmeier. Endlich traut der Herr weiß ich mal was Mutiges. Ja, hier in den Kuhlen muss man echt abbremsen. Ja, warum sind Sie denn so schnell gefahren? Also ich habe immer schon abgebremst in den Kuhlen. Ich auch. Wollen wir einfach fahren, Chief? Was? Wollen wir einfach fahren? Natürlich nicht. Wir wissen nicht, was hier passiert ist. Scheiße, Mann. Jeder geht seinen Weg. Oh!
Scheiße! Das ist der neue Wagen, den habe ich gestern abgeholt! Ah, ach, du das Scheiße! Gibt's doch nicht! 3 für 3, Unfälle für die Busse, komm. Nochmal für Sie, Chief, Henker und Foley, die Anwälte, habe ich gerade einen Platzverweis erteilt, weil ich hier als Führer etc. beschimpft wurde. Als Führer? Ja, ja, ich wäre in ganz dunklen Zeiten, wäre ich hier an der richtigen Stelle und das ist... Boah, also was? Herr Henker, könnten Sie bitte die Arme runternehmen? Okay. Wir brauchen einen Arzt, der Mann hat anscheinend einen Herzinfarkt. Also, kann es sein, dass Sie gerade zu Frau Collins gesagt haben, dass sie in ziemlich dunklen Zeiten damals eine Führungsrolle übernehmen hätte können? Das haben Sie das gesagt? So richtig. Das haben Sie gesagt. Ja. Dann nehmen Sie bitte freundlicherweise Ihre beiden alten Beine hier raus oder ich trete sie hier raus. Gib so. Mir ist die Hutschnur geplatzt. Ich sag's, wie es ist. Aber das dürfen... Ich weiß, aber das dürfen Sie... Ich habe gerade dem Anwalt auch gesagt, er soll sich ficken. Aber hören Sie, aber machen Sie es nicht so, dass andere Leute das mitkriegen, verstehen Sie? Ich habe dem Blackwood gesagt, er ist Schmutz. Ich weiß, wenn es Konsequenzen hat... Lassen Sie es einfach, Sie können das besser. Bieten Sie den Leuten das nicht, was sie möchten, Frau Collins. Ja? Das können Sie besser. Definitiv. Ich kann das auch besser. Ich habe schon 3 neuen Anzeigen wegen Beleidigung. Verstehen Sie? Es tut mir wirklich leid, bei aller Liebe, aber dann... Verliert einfach die Geduld. Das ist nicht professionell gewesen, es tut mir leid. Das können Sie besser. Aber das war meine Grenze heute. Definitiv. Alles gut. Ich verstehe, ich weiß, dass Herr Henker einen wirklich mal zur Weißglut bringen kann. Also nix so ungut. Was ist das heute für ein Tag, ey? Ich weiß es nicht. Ich brauche eine Quad-Tour. Ich brauche 2, 3 Quad-Touren, ich sag's Ihnen. Okay, alles klar. Gut, Frau Collins, dann machen Sie weiter. Alles klar. Okay, Frau Collins. Hallo, Chief. Was ist passiert? Wenn ich das wüsste, was mir alles jetzt gleich angelastet wird. Von wem? Warum? Was haben Sie denn gemacht? Warum sind Sie nicht in Uniform? Ich wäre auch lieber in Uniform. So. Herr Henker hat eine Anzeige gestellt. Wie meinen Sie mit Täterschaft? Was meinen Sie damit? Täterschaft, versuchter Mord. Versuchter Mord. Sie meinen die Mittäterschaft durch Unterlassen? Mittäterschaft, die Unterlassene Mittäterschaft. Also, es gibt diesen Präzedenzfall. So, und es ist jetzt so, es gibt da eine Gesetzeslücke, das heißt, es wird vor Gericht müssen. Warum? Weil, selbst wenn jetzt ein neues Gesetz kommen würde, dahingegen kann das nicht angewendet werden. Und dadurch, dass es aber geklärt werden muss, muss der Präzedenzfall vor Gericht. Ich habe aber noch Fragen, warum sind Sie nicht im Dienst? Weil ich habe mich am Freitag beim Herrn Carson gemeldet. Ja. Und nach der ganzen Situation habe ich mich degradieren lassen. Ich habe mich aus meiner Abteilung... Nein, hören Sie zu, passen Sie auf. Also, das ist alles Quatsch. Erstens, Sie ziehen wieder Ihre Uniform an und Sie arbeiten immer noch hier und Sie behalten auch genau Ihre Position, wo Sie arbeiten. Im Grunde haben Sie nichts falsch gemacht, denn wir haben das Problem, dass es einen aktiven Schusswechsel auf einen Polizisten gab. Sie haben den Täter gesehen und haben den Täter verfolgt. Ich möchte Sie nicht mehr unterbrechen, aber können Sie mal alle rausgehen, auch Herr Carson und Frau Morell und Frau Collins, Sie bleiben mal hier. Können Sie mir den Gefallen kurz tun, bitte? Frau Collins, davon würde ich Ihnen aber tatsächlich abraten. Es ist in Ordnung. Gut, das ist Ihre Entscheidung, dann... Hören Sie, Frau Collins, passen Sie auf. Mich wollen so viele Leute umbringen aktuell, ja? Das kann ich mir vorstellen. Ich kann das, wenn ein Herrn Bauernhahn den Kopf zertrümmert kriegt, ist mir das meinetwegen recht sogar, ja? Aber das darf man ja so nicht sagen. Egal, passen Sie auf. Es bleibt jetzt unter uns, Haben Sie bewusst weggeschaut? Oder? Nein, Sir, ich war wirklich, ich habe es auch bei der ersten Aussage bei Frau Morell und Herr Carson gesagt, ich habe mich vom Emotionalen mitreißen lassen, das mag sein, aber ich habe die Gefahr des bewaffneten Täters in dem Moment einfach für mich durch dieses Emotionale als schwerwiegender entschieden und das war in Bruchteilen von Sekunden. Und warum stehen Sie dann hier und heulen rum und haben sich degradieren lassen und suspendieren lassen? Sie haben doch im Grunde nichts falsch gemacht. Selbst wenn Sie die Klage kriegen und Sie werden dann schuldig gesprochen, ist es letztendlich immer noch meine Entscheidung, ob Sie hier arbeiten oder nicht. Nur das Problem ist, wenn Sie mir wirklich 100% versichern, dass das kein Vorsatz war, dass Sie nicht bewusst gesagt haben oder für sich im Kopf gedacht haben, wenn der jetzt zusammengetrümmert wird, das geschieht im Recht. Selbst, das ist gar nicht möglich. Herr Bauernhahn war bis zum, nach dem zweiten Schlag, wurde er erst entmaskiert. Wir hatten keine Ahnung, dass es Bauernhahn ist. Ja, dann, was ist das Problem?
Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was der Staatsanwalt hat. Aber warum heulen Sie denn dann hier so rum und stehen nicht in Ihrer Uniform hier? Weil es um Hafteinheiten geht. Und aber Sie sind, hören Sie, wissen Sie, wie oft man mich hinter Schloss und Riegel schon bringen wollte? Wie oft man gesagt hätte, ich hätte das und das getan? Wie oft irgendwelche Ex-Cops mich umbringen wollen? Und ich bin immer noch hier. Ich gehe trotzdem in den Dienst. Selbst wenn, hören Sie, man muss mich hier raustragen. Und ich erwarte von Ihnen eigentlich, dass wenn Sie in so einer Position sind, wenn Ihnen jemand, und Sie sagen es unbegründet, ans Bein pissen will, dann scheißen Sie da drauf und machen Sie Ihren Job. Verstehen Sie? Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Wir kriegen Sie doch da rausgeboxt. Sie werden da als jemand rausgehen, der als nicht schuldig gesprochen wird. Herr Henker ist jemand, hören Sie, ich habe auch gehört, dass mir auch gerade wohl eine Klage droht oder mir schon gedroht wurde. Unterlassen, selbst ich soll jemanden umgebracht haben. Ja, aber diese Worte, die Sie mir gerade aufbringen, Sir, die habe ich so nicht gehört, verstehen Sie? Ich hatte Angst, dass ich bei Hafteinheiten gekündigt werde. Ja, und dann ist aber es dann, von wem? Da war für mich die logische Konsequenz, dass ich vorher handle. Verstehen Sie? Aber von wem? Von wem sollen Sie gekündigt werden? Sie sind doch auch nur ein Mensch, oder nicht? Wenn Herr Carsten oder Sie oder Frau Morell am Boden liegt, mir ist es egal, wenn jemand im Hintergrund zertrümmert wird. Mir geht es doch darum, diesen Idioten anzustellen, der meinen Kollegen niedergeschossen hat. Verstehen Sie? Das hat doch oberste Priorität, denn der Idiot rennt mit einer Pistole rum. Richtig, Sir. Also, was ist das Problem? Es kam einfach die Tage nicht so rüber, als hätte ich das machen sollen. Verstehen Sie, Herr Weiß, für mich war das jetzt eine Woche lang Tortur, weil es war Vorwurf, 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 Vorwurf. Da kann ein Staatsanwalt sich nackt auf meinen Tisch stellen und sagen, ich will, dass Frau Collins suspendiert wird. Er kann es empfehlen, aber nicht fordern. Das ist der wichtige Knackpunkt. Ja? Frau Collins, Sie machen mich fertig. Ich war doch nur eine Woche weg. Was haben Sie denn alle hier gemacht? Jeder will jeden umbringen. Was soll das, Chief? Sie können doch nicht einfach eine Woche hier weg. Verdammte Scheiße. Okay, also. Nehmen Sie mir das nicht krumm, Chief. Es war eine verdammt schwierige Situation, diese eine Woche. Ja, passen Sie auf. Sie gehen jetzt sich gleich umziehen. Wie lange waren Sie jetzt nicht im Dienst? Seit Freitagabend. Okay. Wenn Sie unschuldig gesprochen werden, kriegen Sie von mir im Namen des LSPDs noch eine Entschädigung. Nein, Sir. Hören Sie auf. Brauche ich nicht. Doch, hören Sie, wissen Sie das Problem? Aber wieso denn vom PD? Weil, ja, meinst du, ich zahle das privat? Das PD hat mir doch nichts getan. Aber hören Sie, Sie leiten eine sehr wichtige Abteilung. Diese Abteilung wurde jetzt schleifen lassen aufgrund von einem dummen Anwalt und einem dummen Staatsanwalt. Ja, verstehen Sie? Und das, was Sie, eigentlich hätten Sie Ihren Job doch getan. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. So, und es ärgert die Leute doch viel mehr, wenn man denen groß aufbinden kann, wenn sie unschuldig gesprochen werden, dass ich ihnen den Dienstausfall erstatte. Denken Sie doch mal logisch. So, und jetzt bitte ich Sie, holen Sie Ihre Anwälte rein, holen Sie den Herrn Carsten, Frau Morell rein, ich gebe denen das jetzt weiter, und dann machen Sie wieder Ihren Job. Okay, Sir. Gut. Mach ich. Frau Collins, was ist mit Ihnen passiert? Ich kenne Sie Sie mit Ihren bloßen Zähnen Bierflaschen öffnen können. Ich kann auch mit meinen Zähnen eine Matratze anheben, Herr Weiß. Oh. Aber das ist eine andere Geschichte. Oh, Sie haben Talente. Ich möchte in der Administrative bleiben, aber ich möchte den Posten des Leiters weiterreichen. Warum? Und ich möchte, dass Sie das respektieren. Ja, aber warum? Und mir den Wunsch erfüllen. Wissen Sie, Herr Weiß, ich habe nach dem Tag gemerkt, es ist zu viel. Mhm. Ich bin das erste Mal an meine Grenzen gekommen und ich bin ein sehr reflektierter Mensch. Ich habe mir das wirklich zu Herzen genommen, diese eine Woche. Ich möchte in der Abteilung bleiben, weil das ist mein Baby, das ich mit aufgebaut habe. Aber ich würde den Posten der Leitung gerne abtreten. Dann, ich kann das akzeptieren, aber Sie würden da weiter unterstützen, ja? Definitiv. Da möchte ich trotzdem weiterhin dabei dann sind bleiben. Sie die zweite Frau sozusagen Hintersteiger, dann wechseln Sie. Genau, aber ich merke einfach für mich, es ist jetzt der Zeitpunkt, an dem ich mal was ändern muss. Okay, aber Sie gehen aber heute dennoch in Dienst. Sehr gerne. Wissen Sie, was ich vermisst habe? Nee. Diese Stellung hier. So. Das habe ich viel im Urlaub gemacht. Mein Gott, habe ich zugenommen. Ja. Dann würde ich jetzt gerne in den Dienst. Okay, ja, dann nehmen Sie Ihre Anwälte mit und wir reden dann mit Herrn Steiger, ja? Alles klar, ich danke Ihnen. Ja, gerne, Frau Collins. Sie gehen ja weg. 4.000, alles oder nichts. Sie wollen jetzt würfeln um $4.000. Sie können mich am Arsch lecken. Niemals.
Was? Ganz ehrlich. Herr Carson, guten Tag. Ich wurde Hallo. Reich gemacht von diesem Herrn hier. Ja, die hat geschummelt, wissen Sie? Passen Sie auf. Mein Ding. Nein, das ist eine Betrügerin, Herr Carson. Passen Sie auf. Ich habe eine 5 gewürfelt. Ja. Eine 5. Dann hat Frau Collins eine 1 gewürfelt. Dann sagt sie zu mir, mein Würfel wäre runtergefallen. Das ist ihr aber erst aufgefallen, nachdem ich die 5 gewürfelt habe. Nachdem sie die 1 gewürfelt hat. Warum ist Ihnen das denn nicht schon vorher aufgefallen, Frau Collins? So sehen Siege aus. Schalalalala. Ich hoffe ganz ehrlich, Frau Collins, ne, dass nicht der Tag kommt, wo Sie aus Versehen mal in einem Endrohr eines Streifenwagens gequetscht werden, weil ich sie bearbeite. Sir, am 12.8. ist meine Verhandlung. Vielleicht sind Sie mit dem. Entweder zahlen Sie mir die $4,000 zurück oder ich sage gegen Sie aus. Das ist eine gute Idee. Herr Carson, habe ich die Erlaubnis zu tasern? Nein, aber ich sage Ihnen eins: Wenn Sie mit dem Chief irgendwie wetten oder Glücksspiel machen, am Ende werden Sie verlieren. Frau Collins, ne? Sparen Sie schon mal. 6.000 am Ende des Tages. Wissen Sie. Nein, ich weiß gar nichts. Nein. Wissen Sie, Herr Weiß. Wo fährt die Lokomotive? Auf Gleis 3. Fenster hoch. Auf geht's. Zu schreiben. Eine Kennzeichnerfrage kommen. Sind bereit, kommen. 0 C U L 7 kommen. Das Fahrzeug ist auf eine Frau Isabel Collins zugelassen, Mitarbeiterin des LSPDs mit der PD 22. Er weiß. Hier spricht das LSPD. Guten Tag, Frau Collins. Ich bin gerade auf der anderen Straßenseite unserer wunderschönen Bundesbehörde und ich vernehme, Sir? Dass ein Kennzeichen, ein Fahrzeug, welches auf Ihre Person zugelassen ist, eine Zufahrt des eines großen Parkplatzes versperrt. Das Auto hat das Kennzeichen 0CUL7. Ich berechne Ihnen hiermit ein Ticket von $4,000, wenn Sie das Fahrzeug innerhalb der nächsten 30 Sekunden nicht wegparken. 99, Ende. Das anhört dann. 29:30. Ah, so ein Jammer. Frau Collins, fahren Sie bitte rechts ran. Frau Collins, LSPD, einen wunderschönen guten Tag. Fahren Sie bitte rechts ran. Machen Sie den Motor aus. Einfahrt frei machen, Sir? Nein. Zunächst muss ich einmal ganz kurz Ihre Vergehen überprüfen. Darf ich kurz. Nein. Achtung, Tür. Nein, Sie bleiben bitte in Ihrem Fahrzeug sitzen, Ma'am. Parken, Zuparken, eine Einfahrt. Das macht, Och, ich höre nichts mehr. Lass mich mal kurz berechnen. Also, ich stelle Ihnen hier ein Parkticket von $200 aus. Sind Sie damit einverstanden, Ma'am? Mhm. Gut, dann steigen Sie bitte aus Ihrem Fahrzeug aus. Sind Sie sich bewusst, dass Sie einen Fehler gemacht haben, Ma'am? Ja, Sir. Okay. Ist ja kein Problem. Ich muss nur ganz kurz, gucken. Haben Sie Rücken, oder? Herr Carson, könnten Sie bitte absichern, denn die Ma'am, die steht im Halteverbot und versperrt eine Einfahrt. Das macht dummerweise $200. Sind gezahlt, Sir. Dankeschön. Im Namen des LSPDs bedanken wir uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie Ihr Fahrzeug in Zukunft dort nicht mehr parken würden. Sonst werde ich dafür sorgen, dass Sie Ihren Führerschein verlieren, Ma'am. Wie war Ihr Name nochmal? Colin. Frau Colin. Genau, Colin. Mhm. Sehr gut, Frau Colin. Dankeschön. Dann fahren Sie bitte Ihr Fahrzeug jetzt auf einen Parkplatz. Mhm. Dankeschön, Frau Collins. Dürfte ich, Herr Carson? Ja. Wer von Ihnen ist denn beste Cop? Tschüss. Okay, Frau Collins. Frau Collins. Frau Collins. Nee. Noch nicht. Vielleicht nachher eben nochmal ein lecker Hustenbonbon. Ja. Oh, können Sie mal was mitbringen, Sir? Ja, was machen Sie auch mit Bonbon? Den Mundgeruch vorbeugen von Herrn Weiß. Von mir. Bitte? Was haben Sie gerade gesagt? Ich biete Ihnen gerade etwas an. Sie erleben jetzt Entertainment auf der höchsten Stufe. Nicht so viel reden, Chief. Das wie viele Straßen sind vor Ort? So, Frau Collins, geht's Ihnen jetzt besser? Wie schon, ich nicht. Also allen, ja, nee, doch, Mundgeruch geht wieder, alles gut. Herr Aziz? Ja. Okay, alles klar. Herr Aziz und Frau Collins, nehmen Sie den Bewerber doch schon mal mit in mein Büro und warten Sie da, ja?
nutze es nicht auch wirklich. Ah. Wo ist denn der Bewerber? Hinter ihm. Der sitzt doch auf der Couch. Ach so. Okay. Ah. Machen wir jetzt eigentlich so? Lassen Sie Kino. Okay. Ich habe gleich noch eine spezielle Frage, die wir immer Bewerbern stellen, denen wir eine Chance geben. Sie haben die Hurensöhne richtig gut ausgebildet, ja? So würde ich das nicht nennen. Hurensöhne jetzt nicht. Wäre jetzt nicht das, was ich sagen würde, aber ich habe aus tollwütigen Hunden halbbar brauchbares Material, denke ich mal, gemacht. Frau Collins, Sie sind jetzt in meiner Position. Was würden Sie einen angehenden Rekruten raten? Die ganze Kompetenz, die Sie uns gerade erzählt haben. So richtig als Hurensohn mal zeigen, wie das funktioniert, oder? Mhm. Würde ich sehr gerne machen. Also Sie sind gerne ein Hurensohn. Würden Sie auch, wenn Sie undercover als Hurensohn gehen müssen, wäre das dann für Sie in Ordnung oder nicht? Jetzt dürfte ich fragen, warum Sie sich so auf dieses Wort Stellen Sie sich vor, Sie müssen im Unicorn ermitteln. Ja. So, und da brauchen Sie eine vernünftige Background-Geschichte. Mhm. Oder nehmen auch einfach mal Nehmen Sie das nicht an Unicorn. Oder nicht? Sitte. Sir, ich würde Ihnen tatsächlich eine Anstellung geben. Wir haben hinten am Hof vom LSPD so eine Kette. Die lege ich Ihnen in den Hals und Sie dürfen den ganzen Tag an dieser Kette Streifenwagen sauber machen. Würden Sie das machen? Da sehe ich Sie. Nein. Gucken Sie, ich erzähle Ihnen was. Wissen Sie, was einen ausgezeichneten Polizist nochmal? Frau Collins und Herr Aziz wussten gar nicht, warum Sie überhaupt hier sind. Sie kriegen gar keine zweite Chance. Ich wollte Sie einfach nur vorführen. Wissen Sie, warum? Weil Sie mich so genannt haben und ich das bestätigt bekommen habe. Das war der einzige Grund. Und Frau Collins und Herr Aziz wussten bis gerade eben beide nicht, worum es geht. Die haben einfach nur mitgespielt. Das sind ausgezeichnete Polizisten. Würfeln Sie niemals mit Herrn Carson. Frau Collins. Hat mir eben schon 200 Dollar abgezogen. Haben Sie Bock? 500? 4.000 Dollar. Nee, das ist nicht. Wie viel? 500 Dollar. Ja, klar. Kommen Sie, wir gehen nach hinten. Das ist ja der offizielle Würfeltisch. Achso, deswegen hier auch die rutschfeste Platte. Genau. Ja. Todeswürfel. Hat eine 4. Nicht schlecht. Solide. Jetzt kommt Ihr Würfel ist runtergefallen. Ja, ich habe noch gar nicht gewürfelt. Der kann noch gar nicht runtergefallen sein. Ich dachte, da wäre was runtergefallen. Eine 3 hat der Fickbolzen nur. Er hat leider 500 Dollar verloren. Doppelt oder nichts? Doppelt oder nichts? Kommen Sie, machen wir 1.000. Die legen vor. Okay, ich lege vor. Okay. Ich würfel. Das gefällt mir, Sir. Moment. Was? Oh. Carsten, das muss kommentiert werden. Ich zieh die alte blank. Komm, ich bin dran. Ja, also, ja, Collins. Starke 5. Gibt's auch eine schwache 5? Schon Todeswürfel. Ja! Jetzt schulden Sie ihm 500. Ne? 1000, nein, die schuldet mit 1000 Dollar. Ja, Aziz. Oh, 10,99, ich komme ganz... Nee. Herr Aziz? Ja, Sir? Ich würfel mit Ihnen um 2000 Dollar. Um 2000? Ja. Dankeschön. Bitte schön. Ja, okay. Gut, kommen Sie. Lieber, kommen Sie mit. Lieber gebe ich das Geld ihm. Kommen Sie mit, Sephorie. Okay, ich fange an. 2000, oha. Also 2, ne? 2! Komm. Ja, genau. Warten Sie, ja, okay. Moment, der Würfel ist runtergefallen. Nee, da ist die Matte. Aber glauben Sie, Würfel ist eine 1. Ja! Ah, 10,90! Ich krieg doch 500 Dollar, Chief. Können wir das eben klar machen? Nein! Ich ruf den Henker an. Mann! Ich dachte gerade, ja. Frau Collins, 2000 Dollar, kommen Sie. 1000, bei 1000 bin ich dabei. Okay, 1000 Dollar. Kommen Sie mit, kommen Sie. Ja, nein. Kann ich mitleben. Was war das denn für eine Hupe? Nein. Okay. Ich dachte jetzt schon. Oh! 2000 Dollar? Herr Carsten, geben Sie mir meine 1000? Nee, die gehören mir. Die sind vom Chief. Moment. Vom Chief 500, Sie kriegen 2000 und Sie kriegen 2000 vom Chief. Das sind Ehrenschulden. Ich gehe wieder mit Plus raus. Chief! Lauen Sie ab! Hauen Sie ab! Sie haben keine Chance! 10,99! Hauen Sie ab! Hallo! Was? So. Mann! Oh. Wo fahren wir jetzt hin? Zum Bankautomat. 500 Dollar krieg ich. Boah, nicht schlecht. 1000 schmeckt. 2000 schmeckt am besten. Den Chief im Blick. Kommen Sie.
Kommen Sie, Sie hässliche. So. Ich würde Ihnen so eine gerne runterholen gerade. Runterholen würden Sie mir? Also, nee, runterhauen. Das mal, also anscheinend machen Sie vieles für eine Gehaltserhöhung, ne? Ich verzichte auf $1,000, wenn ich Ihnen eine verpassen darf. 2.000. 1.000. Der ist aber verzweifelt. Okay. So, Frau Collins kriegt 1.000. So, bitteschön, schicken Sie sich das in die Spalte hier. ich fühle mich wie jung geboren. Was? Um 1.000? Ja, oh Gott, jetzt kommt das Würfeln hier wieder. Nee. Mm-mm. Nein. Jetzt gönnen Sie doch mal Ihrer Sucht einen Kick. Nein, ich sag Ihnen, wissen Sie, müssen Sie das so vorstellen, ne? Ich bin gerade schön mit dem Fallschirm gelandet, alles lief gut. Wenn ich es jetzt nochmal machen würde, wird der Fallschirm reißen. Ich mach das nicht nochmal. Aber Sie sind doch schon auf dem Boden, ist doch egal, ob der Fallschirm reißt. Sie wollen um $1,000 würfeln. Ja. Frau Collins, was ist denn los mit Ihnen? Naja. Das kann ich nicht mehr, kommen Sie. Wer fängt an? Ich habe Sie herausgefordert, ich fange an. Ja, oh, Sie fangen an. Und schon Todeswürfel, enttäusch mich nicht. Scheiß auf den Todeswürfel. Nur 2, okay, ist machbar. Komm, Ficky, du schaffst das. Wenn jetzt hier jemand dran vorbeiläuft bei dieser Wortwahl. In dieser Kammer. So, okay. Ja! Kommen Sie mit? Tief! Tief, ich gebe Ihnen wirklich eine Bombe. Kann ich das in Raten bezahlen? Tief! Mann, hilf! Tut mir ein bisschen leid, vielleicht. Ja. Ja. Leid. Bitte schön, Frau Collins, kaufen Sie sich dafür was Schönes. Wird ja auch mal Zeit, ne? Sie brauchen das Geld ja anscheinend. Alles klar, ich danke Ihnen. Sind Sie beide jetzt ein Paar oder was? Nein, Herr Gamble und Sie. Ich warte auf den Herrn Gamble gerade. Ach, Herr Gamble? Ja, ja. Was, Herr Carsten? Taui, Glückwunsch. Einen wunderschönen guten Abend. Abend, Herr Weiß. Nehmen Sie doch bitte zu meiner rechten Platz. Wir haben gerade gehört, dass Sie entschieden haben, die Suspendierung von Frau Collins aufzuheben. Warum haben Sie das getan? Das kann ich Ihnen ganz einfach erklären. Frau Collins hat für das LSPD unfassbar gute Arbeit geleistet und ich hoffe, dass wir es in Zukunft auch noch tun können. Und ich höre mir immer beide Seiten an. Und Frau Collins hat mir erzählt, was passiert ist. Und ich habe mit Frau Collins jetzt mehrere Monate, also Wochen und Monate zusammengearbeitet. Und ich habe ihr geglaubt, mein Vertrauen geschenkt. Und solange Frau Collins für mich keine, deswegen sitzt die Dame da auch gerade in Uniform, weil ich es ihr erlaubt habe, keine Handschellen an den Händen hat, ist Frau Collins für mich unschuldig. Okay, Sie möchten von mir wissen, warum ich Frau Collins trotz allem... Genau. Okay. Kann ich Ihnen erklären, für mich war das so, dass ich in Frau Collins eine sehr starke Polizistin sehe und gesehen habe. Das heißt, ich wusste, sie erfüllt ihre... Also ich kannte keinem im LSPD oder fast wenige, die mit so viel Ehrgeiz an den Beruf drangegangen sind. Auch in Rücksprache mit mehreren Kollegen war das dann so, dass sie natürlich Frau Collins den Rücken gestärkt haben und ich da Vertrauen dann ausgesprochen habe, ja. Ich bin $100, dass er sich schuldig sprechen wird. Okay. Wette gilt, ich sag nicht schuldig. Nicht schuldig, okay. $100. Ich steig mit ein, ich sag auch nicht schuldig. Ich mache es kurz, weil der Abend so weit vorangeschritten ist. Wie in StGB § 5, Mitwirkung an einer Straftat, Absatz 1, bereits vermerkt ist, als Mittäter zählt, wer bei einer Tat wissentlich und bewusst mitwirkt. Es konnte heute hier nicht präsentiert werden, oder der Frau Collins in irgendeiner Weise nachgewiesen werden. Damit kommt die Richterschaft endgültig zu dem Urteil, dass dies ein Freispruch für die Frau Collins ist. Jawohl. Woo! Ja! Die freuen sich auch da hinten. Natürlich. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Oh. Glückwunsch! Anwälte, super Arbeit. Nehmen Sie die Arme runter! Oh. Die sind so schlimm mit dem Schweiß. Darf ich bitte Free einmal Collins aus der Uniform drauf? Wo muss ich zahlen? Ja, Frau Collins? Ja. Kommen Sie mal mit. Ich war nicht so dick. Herzlichen Glückwunsch. Ich muss Ihnen leider trotzdem die Kündigung aussprechen. Ich habe da heute etwas erfahren, was ich nicht so toll finde von Ihnen. Nein, ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe es Ihnen doch von vornherein gesagt. Tief! Sehen Sie? Sie sind durch ein Arschloch. Aber ein gerechtes Arschloch. Aber ich habe Ihnen gesagt, dass Sie hier freikommen, oder? Von vornherein.
Ja. Sie werden nie wieder freiwillig ihre Marke an den Nagel hängen und sagen, ich soll sie suspendieren. Mache ich nicht, Sir. Gut. Solange Sie das nicht tun, mache ich das nicht. Wunderbar, sehr gute Arbeit. Frau Collins, Sie sind ja nur noch am Telefonieren. Ja, Glückwünsche und so. Ja. Wie das ist. Okay, also, jetzt nochmal in Ruhe. Herzlichen Glückwunsch. Das ich haben danke sich. Ihnen. So, wie Sie wissen, tun wir das LSPD ja umstrukturieren. Ich bin jetzt bis Sonntag weg, Frau Collins, ja? Auf eine Fortbildung. Okay. Hören Sie, wenn ich weg bin, tun Sie mir einen Gefallen. Ich möchte, dass Sie ein Auge drauf haben, was hier passiert. Mhm. Okay. Okay, alles klasse. Gut, Frau Collins, dann gute Arbeit und nächstes Mal, wenn jemand am Boden liegt, dann rennen Sie weg. Danke für die. Chief, Polizeigesetz, Paragraph 10. Halten Sie es mal. Bis morgen. Herr Weiß? Frau Collins, wie geht's Ihnen? Ach, ganz gut. Und Ihnen? Das klingt nicht so beeindruckend. Nein, ganz gut, tatsächlich. Ich bin einfach nur angespannt, was jetzt heute passiert. Ach, warum? Naja, was jetzt die Entscheidungen sind, die Sie treffen werden, wie es weitergeht. Wo sind Sie denn? Im Zwischengang zwischen Pressebereich und Lobby. Ist der Herr Kent auch da? Der ist auch hier, ja. Okay, gehen Sie beide mal bitte auf Etage 3. Bis gleich. Warum ich Sie beide hier hingeholt habe, ich kann Ihnen das erklären. Ich habe mir Ihre Arbeit ja beim LSPD anguckt. Sie lassen mich jetzt erst ausreden, dann können Sie intervenieren, weil ich weiß, dass Sie das im ersten Moment gar nicht möchten. Ja? Okay. So, also, ich habe mir Ihre Arbeit angesehen und ich habe mir überlegt, dass ich dieses LSPD, da fange ich ja mit Ihnen an, komplett reformieren möchte. Ja? Ich würde Ihnen gerne beiden etwas anbieten. Und zwar, ich möchte, dass Sie, Herr Kent, und Sie, Frau Collins, das LSPD mit Ihrer tatkräftigen Arbeit unterstützen, indem Sie eine Führungsposition einnehmen. Diese Führungsposition ist auf dem Posten des Assistant Chief. Ich möchte, dass Herr Kent Sie mich vertreten mit Ihrem operativen Verständnis für den polizeilichen Alltag. Und Frau Collins, Sie möchte ich, dass Sie mich vertreten für Ihr diplomatisches Handeln. Das heißt, Sie können gut mit Kollegen reden, Sie haben einen guten Draht zu den Leuten, die Leute vertrauen Ihnen. Sie werden das jetzt ablehnen, aber das werde ich nicht zulassen, denn es ist Ihre Pflicht tatsächlich, diese Behörde weiterzubringen. Ich glaube, dass es niemanden gibt, der den Job besser ausführen kann als Sie beide. Folgendes wird passieren. Sie beide kommen auf den Posten des Assistant Chief. Sie kriegen auch ihre Befugnisse. Sie kriegen Möglichkeiten und sie können das LSPD mitformen. Alles Gute zum Geburtstag, Sir. Dankeschön. Sehr nett von Ihnen. Ich bin auf Ihr Geschenk gespannt. So. Irgendjemand hat erzählt, ich hätte heute Geburtstag, aber ich nehme das mal hin, weil... Ja, hab ich auch so mitbekommen, Sir. Warum soll ich denn heute Geburtstag... Was ist denn heute für ein Datum? 16. Ich habe keine Ahnung, aber anscheinend hätten Sie ja Geburtstag, Sir. Ja, feiern wir das doch einfach. Wo ist denn mein Geschenk von Ihnen beiden? Sir, ja, wir stehen die doch neue hier. Aufgabenteilung, Sir. Ach, Sie sind das Geschenk. Gut, ja, also. Was mir auch noch wichtig wäre, was auch Frau Collins wichtig wäre, dass Sie gleich die Beweggründe erläutern, weshalb Sie uns ausgewählt haben. Weil es ist doch ein sehr großer Schritt, zwei neue Leute davor zu setzen. Und es könnte Unmut auslösen, wenn wir einfach nur vorgesetzt werden ohne eine Begründung, Sir. Das werde ich aber bei der Besprechung machen. Aber ja, klar. Nicht hier. Gut. Das dürfen Sie gerne machen, Sir. Also, habe ich das richtig verstanden, Frau Collins? Unter diesen Vorwänden, dass Sie mehr Gehalt kriegen, dass Sie zivil rumlaufen dürfen und einen Sportwagen kriegen, würden Sie den Posten annehmen? Das ist nicht so ganz korrekt. Ich habe da tatsächlich noch eine Sache. Okay, Sie wollen noch... Falls das Bild von mir und Kent auch an die Wand kommt, möchte ich über Kent sein mit meinem Bild. Warum? Weil ich über ihm stehen möchte, im Geiste. Okay. Ist das aber nicht so, dass das Bild dann mehr Gewicht trägt und runterfällt? Nein, ich habe gesagt, Sir, ich hänge neben Ihnen, ist gar kein Problem. Sehen Sie, das ist... So ein ekliger Schleimer. Also, hören Sie, ich lege Ihnen sehr viel Vertrauen in die Hände, aber ich weiß, dass Sie mich nicht enttäuschen werden. Mir ist auch ganz wichtig, klar, Sie geben uns einen Handlungsspielraum vor und welche Kompetenzen wir haben, welche wir nicht überschreiten sollten, das ist mir bewusst. Aber ich würde mir auch wünschen, dass Sie da offen sind, was wir für Vorschläge haben. Absolut, klar, das werden Sie heute erfahren. Dass Sie mir dann auch hoffentlich wirklich einen Entscheidungsspielraum geben, weil Sie wissen, wir können nicht immer
auf sie warten für gewisse Entscheidungen. Das ist absolut mir einfach wichtig. Es geht, klar, ich weiß, Kommunikation ist wichtig und das habe ich Ihnen hoffentlich auch die Woche beweisen können, dass ich das wirklich sehr ausführlich mache. Ja. Deswegen, das wäre nur das, was ich noch mitnehmen also, wollte. Also, Sie kriegen Befugnisse, womit Sie ordentlich aufräumen können. In meinem okay Namen. Ihnen ist was runtergefallen. Ach du Heilige. Meine Kopfhörer. Herr Carsten denkt jetzt, Sie wollen sich den Job irgendwie anders beschaffen. Kommen Sie da wieder hoch. Ich habe ja immer Kopfhörer auf, während ich mit Ihnen rede. Weiß, ne? Wir hatten erst letztens eine Besprechung dabei. Und da Entschuldigung, aber, Themen, ja, aber das war jetzt aber auch sehr seltsam. Wenn Sie draußen stehen und Sie schauen hier rein, wie soll ich das denn gleich begründen? Und dann kommt später die Entscheidung. Ne? Hiermit verkünde ich nun, wie es weitergeht und dass ich die Abteilungen neu besetzen werde. In langer Rücksprache und in einem auserwählten Verfahren, was ich über längeren Zeitraum geprüft habe, habe ich mich für meine neue Besatzung im LSPD entschieden. Als Assistant Chief wünsche ich mir Herrn Kent sowie Frau Collins an meine Seite. Frau Collins hat meiner Meinung nach ein sehr hohes kollegiales Verständnis an den Tag zu legen. Das habe ich feststellen können, als die Gerichtsverhandlung war. Wir haben 10 bis 20 Officer in der Verhandlung gehabt, die alle für Frau Collins mitgefiebert haben, die sich für Frau Collins eingestanden haben, die sich gefreut haben. Das hat mir gezeigt, dass Frau Collins zum Beispiel in dieser Situation sich sehr gut in das Team integriert hat und Frau Collins hat mir in der Vergangenheit auch mit der Leitung der Administrative bewiesen, dass sie das Zeug dazu hat, diese Aufgabe gewachsen zu sein. Frau Collins hat auch ein sehr gutes Verhältnis zu mir, genau wie Herr Kent, und hat mir auch klipp und klar im Büro ihre Vorstellungen auf dem Posten gegeben und hat auf den Tisch gehauen. Mit diesem Ehrgeiz und auch mit diesen Eiern in der Hose gegenüber meiner Person bin ich mir 100% sicher, dass das die richtige Entscheidung ist.